Morgen, Montagmorgen, 8 Uhr, ein weiterer Start in die Woche gemeinsam mit euch auf Instagram. Guten Morgen, da sehe ich schon die ersten eintrudeln und auf Facebook kommen auch die ersten rein. Guten Morgen. Die Sonne scheint in Berlin. Wie ist es bei euch? Ist bei euch auch die Sonne schon draußen? Oder könnt ihr das noch gar nicht sehen? Ich warte mal ein bisschen. Guten Morgen, guten Morgen. Bis hier die Ersten da sind. Auf Facebook sehe ich noch gar keine Kommentare. Gibt es jemanden, der ein oder zwei Finger frei hat zum Schreiben? Guten Morgen. Ja, ganz schön, dass ihr hier so langsam eintrudelt. Ich weiß, es ist früh, Sonne, sehr schön. Genau, da fällt es mir immer auch leichter, irgendwie in den Tag zu starten, wenn es draußen hell und freundlich aussieht. Und Leonie, guten Morgen. Schön, dass du da bist. Das ist doch angenehm, sehr verlässlich. Das tut mir auch gut. Bild und Ton ist da, sehr schön. Ja, dann starten wir gemeinsam in unseren Morgen rein. Guten Morgen, Nadine. Schön, dass ihr da seid. Einen sonnigen guten Morgen, das wünsche ich euch auch. Und ja, überlegt, entscheidet euch, ob ihr jetzt hier mit dabei sein könnt. Oh, Maria sagt heute mal von Anfang an mit dabei. Ja, wie schön. Entscheidet das bitte, ob ihr jetzt mit dabei bleibt oder ob ihr unter Umständen bei euch gebraucht werdet und der Start in den Tag besser abläuft, wenn ihr euch jetzt mit der Aufmerksamkeit voll den Kindern widmet oder ob ihr gemeinsam vielleicht auch hier mit dabei sein könnt und sich die paar Minuten, es sind ja immer nur ein paar Minuten, mit mir in den Start geht. Ja, wir haben an vielen Stellen keine Ferien mehr. Es startet sozusagen wieder der ganz normale Wahnsinn, der im Augenblick ja alles andere als normal ist. Und ich würde gerne mit euch zum einen, ich würde gerne einen kleinen Einstieg machen, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Und dann möchte ich gerne mit euch einen kleinen Impuls teilen und dann eine Intention mit in den Tag geben. Und ja, ich würde jetzt einfach mal beginnen, vielleicht für diejenigen, die vielleicht auch mit diesem Video andere in den Morgen begleiten wollen, dürfen das gerne nochmal teilen, noch Leute dazu holen. Gemeinsam startet es sich, finde ich, immer besser auch in den Tag. Deswegen macht das gerne. Ihr holt heute wieder Hausaufgaben ab, schreibt Maike. Ja, der Tag, die Woche geht wieder los. Und ich möchte gerne mit euch ein bisschen in die in das Bewusstsein kommen, was so in Anführungsstrichen erwartet mich, wie fällt es mir vielleicht leichter jetzt auch wieder diesen Wochenabschnitt zu starten. Es ist ja wirklich für viele, es ist ein langer Weg, so die erste Woche, die zweite Woche, da haben wir uns so ein bisschen eingeruckelt. Mittlerweile gehen wir ja jetzt an vielen Stellen. Wir haben die fünfte Woche hinter uns, wir gehen in die sechste Woche. Das ist schon eine richtig, 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 richtig lange, lange Zeit. Also ich kann einfach erstmal sagen euch, dass ihr eine Menge schon geschafft habt und dass es ja nichts hilft, dass wir weitergehen jetzt auch. Und die Frage ist ein bisschen, wie können wir weitergehen und wie können wir uns auch ein bisschen Kraftreserven aufsparen und ein bisschen mit unserer Kraft haushalten. Wir haben am Freitag schon darüber gesprochen, wie wichtig es ist, den Tag aufzuteilen, in der Mitte des Tages auch zu versuchen, die Energie runterzufahren. Und ja, und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir uns nochmal neu entscheiden dafür, was jetzt kommt, dafür, dass wir diesen Weg gehen. Und diese bewusste Entscheidung, die hilft uns Menschen, weil wir ja Menschen sind, die sich gerne selbst entscheiden. Ja, wir sprechen ja auch oft über autonome Kinder und über selbstbestimmte Kinder und das bezieht sich ja auch auf uns Erwachsene. Auch wir, also Menschen sind Wesen, die nach Autonomie und Selbstwirksamkeit streben. Das ist ja auch ein bisschen das, was uns jetzt genommen wird, dass wir eigene Entscheidungen getroffen haben, sondern wir haben sozusagen sehr enge Rahmenbedingungen gesetzt bekommen und müssen uns denen jetzt irgendwie in unserem Rahmen beugen und müssen da das Beste draus machen. Und in diesem Sinne würde ich euch gerne ermutigen, für euch einen Satz zu finden,
den ihr euch vielleicht heute setzen könnt oder der euch hilft, nochmal eine bewusste Entscheidung zu treffen für diese Woche, für diesen Abschnitt. Ja, vielleicht, ihr könnt ja mal gucken, ob es für euch gut ist, die ganze Woche im Blick zu haben oder vielleicht auch nur heute diesen Tag in den Blick zu nehmen. Auf jeden Fall wäre es gut, wenn ihr sowas, so einen Gedanken hättet wie, ich möchte mit Leichtigkeit in diese Woche gehen oder einfach, ich bin offen für alles, was kommt und ich entscheide mich für diese Woche, für diese Zeit. Und ihr könnt ja mal gucken, welche Worte euch in den Sinn kommen. Vielleicht teilt ihr es auch im Chat, schreibt es unten mal rein, schreibt mal eine Entscheidung rein. Ich entscheide mich, in diese Woche zu gehen. Ich entscheide mich, heute an der Seite meines Kindes zu sein. Ich entscheide mich nochmal für diese Zeit. Ich entscheide mich selbst, dass ich auf mich achten möchte, dass ich diese Zeit mit meinem Kind verbringen möchte. Ich entscheide mich vielleicht auch nochmal dafür, besser zu gucken, wie kann ich oder entschleunigter innerlich zu sein. Ich entscheide mich, und trotzdem ist es wichtig, ich entscheide mich, in die Woche zu gehen. Und ich entscheide mich dafür, diese Woche auch in irgendeiner Form für mich zu einer guten Woche zu machen. Ja? Ich weiß, dass das nicht so einfach ist, weil wir auch nicht so genau wissen, was kommt. Da merkt ihr auch wieder, ne, es ist schwierig, sich zu entscheiden für etwas, was wir gar nicht absehen können. Und auch hier kann man mal wieder den Link machen zu den Kindern, weil wie oft fragen wir die Kinder, weil wir ihnen Räume für Autonomie zur Verfügung stellen wollen, und dann können die Kinder sich gar nicht richtig entscheiden. Ja? Also deswegen, diese eigene Entscheidung ist, glaube ich, was ganz Wichtiges. Und wenn ihr einen Satz gefunden habt, dann versucht den mal zu formulieren, dass es eure eigene Entscheidung ist, weil es etwas mit Energie zu tun hat. Mit Energie und mit Verbindung zu euch selbst. Und das ist heute der Impuls, über den ich auch sprechen möchte, nämlich Verbindung und Kontakt. Es ist häufig sehr, sehr erschöpfend, wenn wir auf engem Raum sind, weil wir das Gefühl haben, dass wir ständig in Kontakt sind, ständig in einer Verbindung sind und das sozusagen unsere Kraft auch nimmt und daran zehrt. Und ich möchte gerne, dass ihr euch nochmal klar macht, dass es drei verschiedene Formen von Verbindung gibt, von Kontakt gibt, von Energien gibt innerhalb dieses Kontaktes. Nämlich einmal die Energie, dass ich etwas reingebe in den Kontakt. Also ich bin im Kontakt mit meinem Kind, ich bin in Verbindung, ich gebe ganz viel Energie rein, zum Beispiel lese ich was vor. Oder ich bin ganz konzentriert in einem Rollenspiel und gebe ganz viel. Ja? Und diese Form von Energie, das ist häufig das, was wir Eltern machen, weil wir denken, wir müssten die Kinder bespielen, wir müssten ganz viel geben im Kontakt. Und nur wenn wir das tun, dann sind wir im Hier und Jetzt und sind in der Beziehung zum Kind. Das ist die eine Form von Energie. Die andere Form von Energie in Verbindung kann sein, ich lasse mich von dem anderen mitnehmen. Das heißt, ich gehe ein Stückchen zurück und das Kind führt zum Beispiel die Situation. Also wir setzen uns hin und das Kind, keine Ahnung, baut etwas auf und instruiert uns, wir sollen die Bahn so oder so fahren, wir sollen das Auto so oder so nehmen. Und das ist eine Form von Energie, wo wir uns ein bisschen zurücknehmen dürfen, wo wir auch im Hier und Jetzt sind, wo wir auch sozusagen in Verbindung sind, und trotzdem dürfen wir ein bisschen mit unserer Kraft haushalten. Also wir müssen gar nicht so viel reingeben in die Verbindung, um in Verbindung zu sein. Ja, und das Dritte ist sozusagen dann das, wenn wir im gemeinsamen Tun sind. Auch das ist was sehr, auch da kann man sehr gut gucken, wo ist die Kraft. Ja, also wenn wir uns zum Beispiel mit über eine dritte Sache gemeinsam beschäftigen, zum Beispiel ein Puzzle. Ja, wenn wir gemeinsam puzzeln, dann kann der eine seine Energie reingeben, der kann aber auch gucken, wie ich gerade mein Puzzlestück suche. Ich kann in meinem Tempo puzzeln, wir tun etwas zusammen und jeder kann seine Energie ein bisschen selbst auch bestimmen, wie er sie reingibt in den Kontakt. Und ich möchte gerne, dass ihr jetzt gerade am Wochenanfang euch bewusst werdet darüber, dass ihr die Möglichkeit habt, auch innerhalb einer Verbindung mit Kindern eure Energie ein bisschen zu beobachten.
Weil das, was uns so erschöpft und was uns so anstrengend vorkommt, ist dieses ständige, ich habe Verantwortung, ich muss etwas tun, ich muss das Kind bespaßen, ich muss Entscheidungen treffen. Und das ist eben häufig sehr, sehr anstrengend, wenn wir das auf dichtem Raum und permanent machen. Deswegen beobachtet mal, wie viel Energie gebt ihr rein und lasst es euch gesagt sein, ihr könnt auch in Verbindung sein, ohne dass ihr ständig mit den Kindern sprecht, dass ihr ständig Energie reingebt. Ja? Kleine Verbindungsmomente können zum Beispiel sein, eine Hand geben, eine Hand auf die Schulter legen. Wir dürfen ja unsere Kinder zum Glück noch berühren, ja? Mit denen leben wir ja eng zusammen. Aber schaut mal, es gibt so viele Verbindungsmöglichkeiten, so viele Möglichkeiten in Verbindung zu sein, ohne gleich alle Tore unseres Tanks zu öffnen, sodass ihr die Möglichkeit habt, in Verbindung zu sein und auch ein bisschen mit eurer Kraft zu haushalten. Ihr müsst nicht immer 100% geben. Ja? Und das ist vielleicht auch nochmal ein Hinweis, diese 100%, die wir dauernd geben oder das Gefühl haben, dauernd geben zu müssen. Das ist so wichtig, dass ihr eben nicht nur euch in Anführungsstrichen positive Gedanken gebt, sondern dass ihr wirklich auch achtsam mit euch selbst seid und dass ihr auch mal ein Stückchen abgeben könnt. Und mit abgeben meine ich jetzt nicht, dass ihr die Kinder abgebt, damit meine ich nicht, dass ihr die Verantwortung einfach von euch werft, sondern damit meine ich, dass ihr, wenn ihr könnt, mal für ein paar Minuten sozusagen loslasst, dass ihr mal euch fallen lasst, dass ihr, wenn ihr einen Partner habt an eurer Seite, dann macht doch mal folgendes Experiment, am besten abends, das finde ich ganz gut, aber ihr könnt es auch zwischendurch mal machen, dass ihr euch mal 5 Minuten, ihr könnt euch auch 10 geben, aber vielleicht macht es für den Anfang mal 5 Minuten, euch es gemütlich macht und euer Partner euch mal hält. Ja, es geht jetzt mal an die Frauen, an die Mütter unter uns, dass ihr euch mal halten lasst. Halten im Sinne von, dass ihr es euch wirklich, also es ist nicht irgendeine Umarmung und auch nicht im Stehen, sondern ihr lasst euch auf dem Sofa halten oder im Bett halten und euer Partner nimmt euch in den Arm. Und es geht nicht darum zu kuscheln, es geht nicht darum Energien auszutauschen, sondern es geht darum zu spüren, dass ihr nicht alleine seid, im Körperkontakt zu spüren, dass ihr nicht alleine seid und dass ihr schwer werden dürft und auch mal abgeben dürft. Und ich finde einen Satz sehr, sehr hilfreich, den ihr euch sagen könnt in dieser Situation oder den auch euer Partner sagen kann, euch mal sagen kann, nämlich, es gibt gerade nichts zu tun. Es gibt gerade nichts zu tun. Das ist ein Satz, der für uns Mütter quasi ein Paradoxum ist. Weil der funktioniert bei uns, also wir sagen den und wir denken, während wir den sagen, denken wir schon, gehen wir unsere To-Do-Listen durch. Ja? Deswegen, es ist ein sehr wichtiger Satz und mein Hinweis wäre, bitte fühlt es doch mal. Fühlt doch mal, dass es gerade nichts zu tun gibt. Sobald ihr das fühlt, seid ihr aus dem Kopf draußen. Und hier ist jetzt noch die Frage, sehr schöne Frage, ohne Partner geht es auch in der Hängematte und wie ist es überhaupt ohne Partner? Ja, also ohne Partner muss man sich ein bisschen behelfen, in der Tat, aber auch ohne Partner bleibt es dabei, dass wir Verbindungswesen sind und dass wir Kontakt brauchen. Wenn ihr keinen Partner verfügbar habt oder alleine seid, dann würde ich euch bitten, dass ihr euch was baut, dass ihr euch sowas wie ein Nest baut oder die Hängematte ist auch gut. Wichtig ist, dass ihr spürt, dass ihr etwas am Körper spürt und dass ihr euch fallen lassen könnt und dass ihr euch dann diese Sätze gebt, es gibt gerade nichts zu tun. Und das ist keine Lüge, sondern in diesem Moment, in dem ihr dort liegt, gibt es gerade nichts zu tun. Und ihr würdet, also alleine, wenn ihr euch diesen Satz jetzt schon sagt, ja, es gibt gerade nichts zu tun, könnt ihr merken, während ich das mit euch bespreche, merke ich, wie mein Körper sich entspannt. Ja, weil wir loslassen können, weil es für den Moment gerade nichts zu tun gibt. Es gibt nichts zu denken, es gibt nichts in Aktion zu sein, es gibt keine Verantwortung, es gibt einfach nur das dort zu liegen. Ja. Also das könnt ihr mal probieren, wenn ihr einen Partner habt und das euch gut tut, macht es ruhig auch 10 Minuten und ihr könnt auch mal tauschen, ja, auch für Väter, für Männer,
ist es so wichtig, dass die das auch mal spüren können. Ja? Also ihr dürft nicht vergessen, das ist jetzt, weiß ich nicht, wie in Corona-Zeiten das ist, und trotzdem, ich habe viele Mütter, die diesen Spagat machen mit Arbeit und Kindern, und ich habe trotzdem auch noch, obwohl wir ja versuchen auch Arbeit und Familie zu vereinbaren, viele Väter, die trotzdem, sage ich immer gerne, der Außenminister sind. Und bei den Außenministern haben wir immer das Gefühl, die sind so stark und die können ja weggehen und die können sozusagen ihre Kraftquellen auch auffüllen durch ihren Job. Und trotzdem haben die Außenminister eben auch das Bedürfnis, mal nicht die Verantwortung zu tragen. Ja? Und diese Übung kann sehr, sehr viel bewirken, wenn wir einfach mal loslassen für ein paar Minuten und die Verantwortung abgeben und spüren, dass wir nicht alleine sind. Das ist ganz wichtig. Ja, das war mein heutiger Impuls für euch. Also das Erste, bitte achtet mal auf die Energien, wie ihr die verteilt, dass ihr nicht so intensiv, permanent intensiv im Kontakt seid, sondern dass ihr auch in Verbindung sein könnt, ohne sofort irgendwie 100% zu geben. Und zum anderen, dass ihr, ja, wenn ihr in der Erschöpfung seid, ist es fast schon ein bisschen zu spät, dass ihr das regelmäßig macht, dass ihr euch hinlegt, dass ihr den Boden spürt, dass ihr die Schwere spürt, dass ihr spürt, dass ihr abgebt. Bettina schreibt gerade, mich würde das nervös machen, ich würde gleich wieder nachdenken, ob es wirklich nichts zu tun gibt. Bettina, habe ich eben gesagt, genau, dass wir, während wir das sagen, uns selbst sagen, sofort wieder die To-Do-Listen durchgehen. Und ich kann dich nur bitten, dass du es mal probierst und dich auch selbst ernst nimmst und deinen Fokus wirklich darauf bringst, zu fühlen, wie sich das anfühlt, wenn du dir selbst sagst, dass es gerade nichts zu tun gibt, und nicht so sehr den Kopf anwirfst mit der Frage, ob du dich vielleicht gerade selbst betrügst, ja, oder ob das stimmt. Ja. Also, und diejenigen, wie gesagt, die alleine sind, nehmt euch Kissen, legt euch auf eine flache Oberfläche. Auch das funktioniert gut, und es bleibt dabei, sobald die Corona-Zeit vorbei ist, nehmt euch jemanden, der euch dann auch mal in echt hält. Jetzt ist es eine kleine eine Behelfssituation. Ja, das war mein Impuls für heute. Ich finde also, für den Einstieg in die Woche könnte eine gute Intention auch sein. Ihr setzt euch ja eh welche selbst. Ich bin im Hier und Jetzt, das finde ich ganz wichtig, weil wenn ich nicht im Hier und Jetzt bin, dann bin ich woanders und dann gebe ich auch immer wieder, dann kostet es mich wahnsinnig viel Energie, wieder ins Hier und Jetzt zu kommen. Deswegen, ich bin im Hier und Jetzt, und das, was ich tue, tue ich mit Bedacht. Ja, also etwas Bedächtiges mit reinzutun, entschleunigt und bedacht, also wenn ich etwas bedächtig tue, es ist nicht schnell und es ist mit Bedacht und es ist im Hier und Jetzt. Ja, also ich bin im Hier und Jetzt, und das, was ich heute tue, tue ich mit Bedacht. Ihr Lieben, wir sehen uns morgen um 8. Es reimt sich. Das, was ich tue, tue ich mit Bedacht. Wir sehen uns morgen hier um 8. Und ich wünsche euch einen guten Start weiter in diese Woche rein. Bleibt gesund und in Verbindung. Bis dahin.